Wenn wir von Positionierung sprechen, dann sind wir sehr schnell bei der höchsten Kunst der Positionierung. Und die heißt USP. Eine Unique Selling Position, Preposition, Proposition. Sie finden alle möglichen Ausdrücke hier in der Literatur. Eine, übersetzen wir das mal, Unique, einzigartig. Selling, Verkaufs- und Proposition kann man jetzt übersetzen mit Aussage oder auch Position, Position. Eine Aussage, eine einzigartige Verkaufsaussage, könnte man sagen. Nur das sagt keiner. Die etwas freiere Übersetzung heißt Alleinstellungsmerkmal. Ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist eine USP. Eine Unique Selling Position, Preposition oder Proposition, das finden Sie alles in der Literatur. Eine einzigartige Verkaufsaussage oder freier übersetzt ein Alleinstellungsmerkmal. Und wer jetzt verstanden hat, was wir gestern schon besprochen haben, von der Grundausrichtung, der sieht, dass hier ein Denkfehler drin ist. Das Ding heißt USP und das S steht für Selling. Was wir eigentlich sagen müssten, wäre eine Unique Buying Position. Eine einzigartige Kaufaussage. Marketing ist Denken im Kopf des Kunden. Der Kunde kauft keinen Bohrer, er will Löcher. Wenn wir also sagen, wir haben den einzigartigen Bohrer, in Rot hat sonst keiner, dann ist das eine von mir aus einzigartige Verkaufsaussage, aber noch lange keine Kaufposition. Diesen Unterschied zu verstehen, ist zentral. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.